Liebe Studierende, in diesem Video möchte ich Sie mit der Philosophie oder mit dem Werk von Hesiod vertraut machen. Hesiod ist in gewisser Weise ein Mensch im Übergang vom Mythos zur Philosophie, von Homer, mit dem wir uns ja in der letzten Vorlesung beschäftigt haben, hin zu den Vorsokratikern, die uns in den nächsten Vorlesungsstunden beschäftigen werden. Ohne Hesiod lässt sich vieles von dem, was uns dann bei den Vorsokratikern begegnen wird, kaum und nicht richtig verstehen. Lassen Sie mich meine Überlegungen zu Hesiod beginnen mit einer ganz berühmten Passage von Herodot. Herodot ist der erste Geschichtsschreiber der Griechen und hat Historien geschrieben. Und im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über die Götter Ägyptens und die Götter Griechenlands findet sich jetzt folgende Passage, die ich auch als Text 1, T1 auf Ihrem Textblatt abgedruckt habe. Woher ein jeder der Götter aber seinen Ursprung hat, ob sie alle schon immer waren und wie ihre Gestalten sind, das wussten sie, damit sind die Ureinwohner Griechenlands gemeint, das wussten sie nicht. Denn Hesiod und Homer haben, wie ich meine, etwa 400 Jahre vor mir gelebt und nicht mehr. Und sie sind es, die den Hellenen Entstehung und Stammbaum der Götter geschaffen und den Göttern die Beinamen gegeben haben und ihre Ämter und Fertigkeiten gesondert und ihre Gestalten deutlich gemacht haben. Herodot, der ungefähr eine Generation vor Platon gelebt hat, also wahrscheinlich ist er so um das Jahr 484 vor Christus geboren, beschreibt in diesem Text die enorme Bedeutung von Homer und Hesiod für die Götterwelt der Hellenen. Vor Homer und Hesiod, so sagt er, hat man eigentlich überhaupt nichts über die Götter gewusst. Und Homer und Hesiod haben etwa 400 Jahre vor ihm gelebt. Das ist wirklich für damalige Verhältnisse ganz erstaunlich, dass das richtig ist, dass er so genaue Kenntnis davon hatte. Und diesen beiden hätten die Griechen die Götter zu verdanken. Insbesondere vier Aspekte hebt Herodot hervor. Erstens haben Hesiod und Homer den Griechen die Entstehung und die Stammbäume der Götter gegeben. Das werden wir heute bei Hesiod noch uns ganz genau anschauen. Sie hätten zweitens den Göttern die Beinamen gegeben. Damit ist gemeint, dass sie es gewesen sind, die den Göttern bestimmte und für die jeweiligen Göttinnen und Götter charakteristische Eigenschaften gegeben haben. Das wird uns bei Hesiod auch noch begegnen. Drittens haben sie die Aufgaben unter den Göttern verteilt. Das bedeutet, dass bestimmte Götter für bestimmte Dinge zuständig sind. Wenn Sie sich ein bisschen mit der mythologischen Welt Griechenlands beschäftigt haben, dann wissen Sie das auch schon. Also, dass zum Beispiel Apollon der Gott für die Musik ist oder für die Weisheit, Poseidon für das Meer verantwortlich ist und so weiter und so weiter. Und viertens, schreibt Herodot, hätten sie die Gestalten deutlich gemacht. Das heißt, durch die Beschreibung von Homer und Hesiod wissen wir schlicht und einfach, wie die Göttinnen und Götter ausschauen. Auch wenn Herodot in dem Text Homer und Hesiod so nahe zusammennimmt, so stammt Hesiod doch von einer vollständig anderen Welt als diejenigen, die uns in Homers großen Epen der Ilias und der Odyssee begegnen.
Die Epen, die Homer zugeschrieben werden, spielen unter dem Kriegsadel. Die Gesänge und die Gedichte, die vorgetragen werden, sind an Fürstenhöfen gesungen worden. Kurz, es ist das Leben und der Kampf der griechischen Oberschicht, die uns bei Homer begegnet. Sie erinnern sich daran, dass die Götter selbst heteromorph gekennzeichnet sind, so wie sich der normale Mensch vom Heron in den Epen unterscheidet, so eben die Heron noch einmal von den Göttern. Homer gehört also soziologisch zu den Fürstenhäusern und Hesiod gehört zur Unterschicht. Und das wissen wir deswegen, weil Hesiod ein Werk verfasst hat, was es in einer schönen zweisprachigen Reklamausgabe auch zu kaufen gibt, was den deutschen Titel Werke und Tage trägt. In diesem Text Werke und Tage wird das Leben der Landbevölkerung, der Arbeiter, vor allem der Kleinbauern beschrieben und wir lesen darin, dass Hesiod selbst auch aus einer bäuerlichen Familie stammt. Er erzählt in diesen Werken und Tagen selbst davon. Neben diesen Werken und Tagen ist Hesiod aber vor allen Dingen durch ein anderes Buch ganz berühmt geworden. Das Buch ist es, was uns besonders beschäftigen wird, nämlich die Theogonie. Es gibt noch ein drittes Werk, einen sogenannten Frauenkatalog, den Herodot auch verfasst haben soll. Der ist uns leider nur in einigen wenigen Fragmenten überliefert. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was da eigentlich alles drin gestanden hat. Aber auch dieser Frauenkatalog wird uns noch kurz beschäftigen. Nun aber zu der Theogonie. Und wer unter Ihnen jetzt nach der Vorlesung ein Fan von Hesiod wird, und tiefer einsteigen möchte in die Theogonie, dem sei das Standardwerk zu Hesiod empfohlen. Es ist ein Kommentar, den West in englischer Sprache verfasst hat und wer sich tief und eingehend und sehr auf sehr gutem Niveau mit Hesiod beschäftigen wird, der kommt an dem Kommentar von West nicht vorbei. Und wenn Sie den Kommentar von West dann gelesen hätten und ihn mit meiner Vorlesung verglichen, dann würden Sie sehen, dass vieles von dem, was ich Ihnen darstellen werde, auf den Kommentar von West zurückgeht. Zunächst etwas zum Namen, Theogonie. Der Name Theogonie ist zusammengesetzt aus zwei anderen griechischen Wörtern, nämlich Theoi, das heißt die Götter, und Gonos, Theogonie. Gonos leitet sich vom griechischen Verb Gignomai ab und dieses Verb Gignomai heißt werden und entstehen. Theogonie könnte man also so mit Götterentstehungslehre oder Göttergenealogie ganz gut übersetzen. Und ich möchte jetzt einige Zeit damit verbringen, Ihnen einfach den Aufbau und die Struktur und den Inhalt der Theogonie zu erläutern. Und schauen Sie sich bitte dafür das Textblatt erneut an. Das Werk umfasst 1022 Verse. Und wenn man so etwas sagt, dann muss man das in der Antike etwas mit Vorsicht genießen. Wenn wir dieses Buch jetzt vor uns haben, dann hat das tatsächlich 1022 Verse. Aber das heißt nicht notwendig, dass alle 1022 Verse tatsächlich von Hesiod gedichtet worden sind. Die Überlieferung des Textes und die Textkritik ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Und diejenigen Forscher, die so einen antiken Text herausgeben, die müssen immer wieder entscheiden, was sie für Original Hesiod halten und was eben nicht. Das machen wir hier nicht. Wir tun einfach in diesem Video so, als sei der ganze griechische Text, den wir heute kaufen können, Hesiods Werk. Allerdings werden wir auch gleich noch einen Fall kennenlernen, in dem gute Gründe dafür sprechen, dass ein bestimmter Vers nicht von Hesiod oder nicht im Original zu Hesiod gehört hat. Die Verse 1 bis 115 bilden das Proömium. Und dieses Proömium ist in mehrfacher Hinsicht hochinteressant und das wird uns noch ausführlicher beschäftigen. Mit Vers 116 geht dann die eigentliche Genealogie los. Hesiod beschreibt die Entstehung der Welt und der Götter in ungefähr 4 Generationen, so sehen Sie das. Ich sage
ungefähr 4 Generationen, weil es im Text einige Bruchstücke gibt, bei denen nicht so klar ist, in welcher Generation wir uns jetzt eigentlich bewegen. Und das macht die Zuordnung teilweise schwierig. Aber ungefähr ist der Aufbau wie folgt. Und vergleichen Sie das einfach mit dem Textblatt unten rechts jetzt. Die 4 Generationen, die bilden das Gerippe des Werkes und das Skelett, könnte man sagen. Und dieses Gerippe wird durch unterschiedliche Erzählungen mit Fleisch angefüllt. Und diese 4 Erzählungen, die das Fleisch der Theogonie sind, die haben ein Ziel, auf das die ganze Theogonie inhaltlich hinausläuft. Zu zeigen, dass mit der Herrschaft des Zeus, der zur 3. Generation gehört, die Herrschaft der Gerechtigkeit hergestellt wird. Es gibt 4 große Erzählungen, die alle die Geschichte des Aufstiegs des Zeus zur Macht beschreiben. Die erste ist die Kastration von Uranos durch seinen Sohn Kronos. Das ist hier unter 3.1.1 auf Ihrem Textblatt, die Verse 154 bis 210. Dann die Täuschung des Kronos, in der erzählt wird, wie Kronos selbst getäuscht wird, und die Geburt von Zeus. Das ist unter 3.3.1, die Verse 459 bis 506. Der Titanenkampf, Sie sehen das als 3. großen Mythos unter 3.3.2. Und Zeus letzter Kampf gegen Typhoeus und seine Machtübernahme. Durch die Gliederung sind die Punkte, die ich Ihnen erläutern möchte und die ich eigentlich die behandeln möchte, in diesem Video eigentlich schon vorgegeben. Ich möchte damit beginnen, das Proemium zu interpretieren, möchte dann kurz etwas über das Gerippe oder das Skelett sagen und werde dann ausführlicher auf das Fleisch, auf die mythischen Erzählungen zu sprechen kommen. Was uns dabei interessiert, sind vor allem 2 Punkte. Erstens die Frage, inwieweit Hesiod eigentlich über Homer hinausgeht, inwiefern etwas wirklich Neues beginnt, was dann schon Philosophie ist oder zur Philosophie hinführen wird. Ich denke, Hesiod, das wird deutlich werden, ist irgendwie noch so in der Mitte zwischen dem Dichtung und Philosophie. Und es kommt mir darauf an, Ihnen zu zeigen, inwiefern im Gewand der Dichtung wirklich schon so etwas wie Philosophie betrieben wird oder sich die Philosophie zumindest abzeichnet. Dieser Moment wird uns besonders im Proömium beschäftigen und in der Behandlung des Gerippes. Zweitens kommt es mir darauf an, Ihnen zu zeigen, dass sich das, was ein Gott oder was Götter sind, bei Hesiod gegenüber dem, was wir bei Homer finden, enorm differenziert und dass Zeus unmittelbar mit der Gerechtigkeit verbunden wird. Ich komme damit zum Proömium. Das Proömium, das sehen Sie auch in dieser Gliederung, teilt sich in 3 größere Teile. Der erste Teil ist zweigeteilt in die Verse 1 bis 21 und 22 bis 35. Also das sind die Punkte 1.1 und 1.2 in dem Aufbau des Proemiums auf Ihrem Handout. Im ersten Teil werden wir gleich mit den Musen vertraut gemacht. Die Musen sind Göttinnen und sind Töchter von Zeus. Das ist wichtig, nicht so sehr wegen der Musen, aber wegen Zeus. In gewisser Weise verfolgt Hesiod nämlich in der Theogonie 2 Ziele. Das erste Ziel ist, die Götterwelt auf eine bestimmte Art und Weise zu ordnen. Und das zweite Ziel ist eben, den Aufstieg zur Macht von Zeus und verbunden damit die Etablierung der Gerechtigkeit im gesamten Kosmos deutlich zu machen. Die Gerechtigkeit wird bei Hesiod so etwas wie ein großes kosmisches Prinzip. Wir werden das im Detail uns noch anschauen. Aber hier schon ganz am Anfang des Proömiums deutet sich an, dass Zeus in gewisser Weise im Mittelpunkt der Dichtung stehen wird, weil Hesiod seinen Töchtern begegnet. Wir erfahren zuerst in poetischen Worten, dass die Musen auf dem Berg Helikon wohnen, dass sie tagsüber auf dem Gipfel tanzen und nachts hinabsteigen und Lieder auf die Götter singen. Schauen wir uns den schönen Anfang gemeinsam an.
Von helikonischen Musen will ich mein Singen beginnen, die an dem großen heiligen Berg, dem Helikon, wohnen, die um die veilchenfarbene Quelle auf zierlichen Füßen tanzen und rings um die heilige Stätte des Herrschers Kronion. Wenn die zarten Glieder ein Band im Permessos erfrischt hat, in der Quelle des Hippos, im heiligen Flusse Olmeos, machen sie Helikons höchste Höhe zum Tanzplatz und drehen schöne, reizende Reigen auf ihm mit wirbelnden Füßen. Doch nach Anbruch der Nacht, gehüllt in dunstige Schleier, steigen sie nieder und lassen schöne Gesänge ertönen, preisen Lieder auf Zeus, den Herrscher der Ägäis, auf Hera, die über Argos gebietet, wandelnd auf goldenen Sohlen, auf die augenhelle Tochter des Zeus, die Göttin Athene, und auf Phoebus, Apollon und Artemis, die sich der Jagd freut. An diesem Text wird übrigens bereits deutlich, was mit im Bericht von Herodot, den ich am Anfang vorgelesen hatte, mit den Beinamen der Götter gemeint ist. Ein typischer Beiname der Hera ist beispielsweise, dass sie auf goldenen Sohlen wandelt. Ein typischer Beiname von Athene ist, dass sie die Augenhelle ist. Es gibt da eine komplizierte Forschung über Beinamen, auf die ich nicht eingehen kann. Einer der Funktionen ist es sicherlich, so Versatzstücke für den Dichter zu haben, der dann mit längeren und komplexeren Formeln in der Dichtung arbeiten kann. Mit solcher Formel ist ein halber Hexameter dann schon gefüllt und man kann, während man die Formel rezitiert, darüber nachdenken, was man so als nächstes sagen möchte. Mit dem zweiten Teil des ersten Hauptteils wendet sich der Blick auf den Dichter Hesiod. Was nun kommt, gehört zu den bekanntesten Texten von Hesiod. Es ist aber schwer zu sagen, was da genau beschrieben wird. Lesen wir uns den Text 3 durch. Diese, also gemeint sind damit die Musen, diese nun lehrten einst auch Hesiodos schöne Gesänge, als er am Fluss des heiligen Helikon Lämmer gehütet. Solche Reden vernahm ich zuerst von den göttlichen Frauen, den olympischen Musen, den Töchtern des Herrschers der Ägäis. Hirten auf freiem Feld, Gesindel, gierige Bäuche, täuschend echte Lügen wissen wir viele zu sagen. Wahres jedoch, wenn wir wollen, wissen wir gleichfalls zu künden. Solches sprachen zungenbehende die Töchter des großen Zeus und brachen den Zweig des sprossenden Lorbeers und gaben mir in die Hand den herrlichen Stab und hauchten die Stimme mir, die göttliche, ein, zu sagen, was war, was sein wird, hießen mich preisen den Stamm der ewigseligen Götter, aber am Anfang und Ende des Lieds sie selbst zu besingen. Wir erfahren in diesem Text, dass Hesiod einst am Fuß des heiligen Helikon Schafe gehütet hat, als die Musen zu ihm gekommen sind. Was die Musen genau sagen, ist etwas knapp und unklar. Die Rede beginnt jedenfalls mit einer Beschimpfung. Das Bauernpack, das draußen nur rumlungert und ohnehin nur für seine fetten Bäuche lebt. Zweitens sagen sie, dass sie durchaus in der Lage sind, falsche Dinge zu sagen und so zu tun, dass diejenigen, die das hören, meinen, das sei die Wahrheit. Wenn sie aber wollen, dann können sie auch die Wahrheit verkünden. Mehr sagen die Musen nicht, dann tun sie etwas. Sie überreichen Hesiod einen Lorbeerzweig, den er als Stab benutzt. Der Lorbeerzweig, das wissen Sie vielleicht, ist ein Symbol des Gottes Apollon und steht für das Symbol der Dichtung. Daraufhin hauchen sie ihm göttlichen Gesang ein, damit er in der Lage ist, Künftiges und Vergangenes zu rühmen. Sie geben ihm ferner den Auftrag, die Götter zu preisen und das, was er sagt, stets mit einem Lob auf die Musen zu beginnen und auch immer mit einem Lob auf die Musen zu schließen. Wenn wir das gelesen haben, verstehen wir natürlich,
warum die Theogonie selbst mit einem Lob an die Musen beginnt. Das ist genau das, was Hesiod aufgetragen worden ist. Und das tut er auch, so dichtet er dann auch. Was ist das, was in diesem Textabschnitt berichtet wird? Manche Interpreten sprechen von einem Traum, vielleicht auch einem Tagtraum, von einer Vision oder auch von einer religiösen Erfahrung, die das Leben von Hesiod beeinflusste und ihn zum Dichter machte. Eine andere These hat Dornsife vertreten. Er meint, die geschilderte Episode sei eine literarische Konvention, die Parallelen beispielsweise im Alten Testament hat. Ein Dichter oder Gesetzgeber empfängt eine göttliche Inspiration auf dem Berg als Ort, wo Gott oder die Götter wohnen. Denken Sie beispielsweise an Mose, an den Berg, an dem er aufgestiegen ist und die Tafeln mit den 10 Geboten bekommen hat. Auch das Motiv, dass ein Schafhirte die Vision empfängt, finden sich in anderen Berichten, denken Sie wieder an das Alte Testament, an Mose. Wobei bei Hesiod eben noch hinzukommt, dass im gesamten Werk sonst von Schafen überhaupt nicht die Rede ist. In den Werken und Tagen, in denen das Leben der Kleinbauern beschrieben wird und er auch von sich selbst berichtet, da lesen wir, dass er Kühe und Ziegen geweidet hat, aber eben keine Schafe. Und das legt die Vermutung nahe, dass das Bild des Schafes tatsächlich so etwas wie ein literarisches Motiv ist. Weiterhin findet man oft, dass die Götter, bevor sie mit den Menschen reden, diese erst einmal beschimpfen. Und weiter geben die Götter den Menschen oft ein Zeichen für ihren Auftrag. Oft findet sich auch das Motiv, dass der Mensch dann erst mal gar nicht sprechen kann und dann als Geschenk der Götter quasi zu dieser Sprache fähig wird. Und diese Parallelen legen tatsächlich die Auffassung nahe, dass es sich hier um Elemente einer literarischen Gattung handelt, also nicht einfach um einen Traum oder eine Vision. Aber das bedeutet natürlich lange nicht, und das ist ein Problem der Gattungsforschung überhaupt, was Sie überall finden, dass es nicht sehr gute sachliche Gründe dafür gibt, das, was Hesiod ausdrücken möchte, in dieser Gattung auszusagen. Also, dass er eine Erfahrung gemacht hat, die es ihm ganz nahe legt, zu dieser Gattung zu greifen und diese Erfahrung in diesen Bildern, die von der Gattung vorgegeben sind, zu beschreiben. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn allein damit, dass man, und das wird in der Gattungsforschung oft gemacht, dass man einfach behauptet, dass ein Text in eine bestimmte literarische Gattung fällt und bestimmte gattungstypische Züge aufweist, die dann nicht immer voll der Wirklichkeit entsprechen, also zum Beispiel, dass Hesiod Schafe hütet, das ist unwahrscheinlich, weil es eben eher Kühe und Ziegen waren. Damit ist überhaupt noch nichts darüber gesagt, mit welchem Recht vielleicht die Gattung genau diejenige Züge aufweist, die für die Gattung selbst spezifisch sind. Ich würde die Erfahrung, die Hesiod da beschreibt, eigentlich als eine Erfahrung der Inspiration beschreiben wollen. Wenn es stimmt, dass er aus sehr schlichten Verhältnissen kam, dass sein Vater und sicherlich auch er in der Landwirtschaft tätig waren, dann muss es für ihn etwas völlig Außergewöhnliches gewesen sein, dass er in der Lage gewesen ist, Dichtung zu schreiben. Wenn Sie sich noch einmal an das Leben von Hesiod vergegenwärtigen, dann ist die spannende Frage eigentlich diejenige, wie kommt jemand, der aus einer unteren Gesellschaftsschicht stammt, der zudem noch in einem kleinen, ärmlichen Dorf aufwächst, wie kommt er dazu, Dichtung auf so hohem Niveau zu schreiben? Es geht bei dieser Frage einmal darum, dass Hesiod ein besonders begnadeter und inspirierter Dichter gewesen ist, ohne Zweifel. Diese Fähigkeit zur Dichtung, dieses Talent, was er hat, das ist für ihn aus seiner Herkunftsfamilie überhaupt nicht ableitbar, aus einer schlichten, ärmlichen Herkunft nicht. Ein weiterer Aspekt ist, dass Hesiod über ein enormes Wissen verfügt haben muss. Was er beispielsweise kennen muss, sind über ganz Griechenland verteilte lokale Traditionen von Göttern und Göttergeschichten.
Wir werden noch sehen, dass die Bedeutung Hesiods darin besteht, verschiedene lokale Traditionen in einen Zusammenhang zu bringen. Weiter muss er sich in den Regeln der Dichtung sehr gut auskennen. Die Werke von ihm sind alle in einem bestimmten Versmaß, dem ionischen Hexameter, verfasst. Und das muss man erst einmal beherrschen. Man konnte sie natürlich nicht wie heute in einem bestimmten Buch lesen, geschweige denn ein YouTube-Video How to Hexameter oder sowas anschauen, sondern man konnte sie nur so lernen, dass man tatsächlich den Dichtern zuhört. Es ist möglich, dass im ein paar Kilometer entfernten Thespiae, einer größeren und bedeutenderen Stadt in Boeotien, der Nachbarschaft eben von Hesiod, dass da dort ein für die Dichtung aufgeschlossenes Klima herrschte. Es ist möglich, dass Hesiod mehr, als er in seinen Dichtungen sagt, in Griechenland herumgereist ist. Dafür spricht beispielsweise, dass sich in seinen Dichtungen an verschiedenen Stellen Anklänge an griechische Dialekte finden, die eigentlich aus ganz anderen Gegenden stammen. Aber ich glaube, dass im Bericht über die Inspiration etwas von dem Selbstverständnis, was diese Fragen angeht, zum Ausdruck kommt. Hesiod spürt, dass er die Dichtung nicht aus sich selbst heraus machen kann, dass ihm das Talent geschenkt worden ist, und das legt ihm die Deutung nahe, dass etwas von außen auf ihn zukommt, von etwas anderem her verliehen wird. Und nun ist es eben innerhalb der griechischen Kultur völlig naheliegend, diese Fähigkeit der Dichtung auf die Musen zurückzuführen und mit Apollon in Verbindung zu bringen. Sie wissen vielleicht, dass Apollon oft als der Gott mit der Leier und deswegen auch mit der Dichtkunst dargestellt wird. Auch die Verbindung von tanzenden und singenden Musen ist nicht ungewöhnlich für die Dichtung. Und insofern überrascht es nicht, dass das Inspirationserlebnis, das Hesiod darstellt, eben von ihm genauso dargestellt wird, wie es dargestellt wird. Die Beschreibung der Inspiration durch die Musen ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Zunächst ist die Feststellung bemerkenswert, dass die Musen zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden. Dadurch, dass sich ein Dichter auf die Inspiration durch die Musen beruft, ist also, so schreibt Hesiod, überhaupt noch nichts über den Wahrheitsgehalt dessen gesagt, was der Dichter da von den Musen empfangen hat. Weil sie eben auch Falsches erzählen können. Wenn Hesiod dem gegenüber schreibt, die Musen hätten ihm gegenüber versichert, nichts Falsches zu sagen, da steckt dann natürlich ein unglaublicher Anspruch an seine eigene Dichtung dahinter. Was immer die anderen Dichter gesungen haben und sich auf die Musen bezogen haben und so weiter, was die Kollegen da alles machen, ob das richtig ist oder nicht, das ist völlig unklar. Ihm allerdings sei die Wahrheit geoffenbart worden. Eng damit verbunden ist, dass Hesiod der erste Dichter ist, der uns in der griechischen Welt tatsächlich als eine eigenständige Persönlichkeit entgegentritt. Ob es Homer überhaupt gegeben hat, ob es vielleicht eine Bezeichnung für eine Gruppe von Dichtern gewesen ist oder ob damit der Endredaktor gemeint ist, der dann verschiedene Erzählungen zusammengefügt hat, das wissen Sie, ist alles unklar. Homer ist historisch überhaupt nicht fassbar. Und bei Hesiod ist das ganz anders. Wir kennen Details aus seinem Leben und das passt eben auch zu dem Anspruch, etwas Wichtiges und Wahres zu sagen. Manche Forscher sprechen da so vom Erwachen der Persönlichkeit und der Individualität. Ich bin nicht sicher, ob man mit solchen Begriffen tatsächlich arbeiten sollte und ob sich solche Dinge nicht auch in mythologischen Erzählungen längst finden. Aber deutlich ist doch, dass mit Hesiod etwas Neues beginnt, was die einzelne individuelle Person dann betont. Drittens ist das Thema wichtig, über das Hesiod singen soll. Er soll darüber singen, was gewesen ist und was sein wird. Ein paar Zeilen später heißt es dann auch, dass die Musen verkünden, was ist, was sein wird und was zuvor war. Dieses Thema ist insofern wichtig, weil wir dadurch einen Schlüssel in die Hand bekommen, wie wir die ganze Theogonie zu verstehen haben. Wenn wir später in katalogartigen
langwierigen Aufzählung da hören werden, welcher Gott welchen anderen Gott gezeugt hat. Und wenn wir davon hören, wie Zeus an die Macht gekommen ist, dann dürfen wir diese Beschreibung offensichtlich nicht nur als Beschreibung über eine Vergangenheit, die längst abgeschlossen ist, lesen, sondern als eine Beschreibung über die Gegenwart und über die Zukunft, in der wir leben. Ich habe Sie ja schon in der letzten Stunde darauf hingewiesen, dass Mythen Erzählungen über Götter, Heroen und Menschen sind, die in einer Vergangenheit spielen, dass sie aber nicht etwas über die Vergangenheit sagen möchten, sondern etwas über die Gegenwart, über die Wirklichkeit aussagen wollen. Wie ist es aber möglich, das wird unsere Frage sein, durch die Genealogien und die mythischen Erzählungen, die in der Vergangenheit spielen, tatsächlich etwas über die Gegenwart und vor allen Dingen auch über die Zukunft zu erfahren? Diese Frage muss an dieser Stelle erst einmal noch offen bleiben, aber es ist wichtig, dass Sie diese Frage im Hinterkopf behalten, wenn wir dann an die Genealogien und an die Mythen gehen. Im zweiten Teil des Proömiums werden wir in eine andere Landschaft geführt, zum Olymp. Das Bild, das uns dort entgegentritt, ist, dass die Musen für Zeus und die anderen Götter etwas auf dem Olymp besingen. Man ist zunächst vielleicht etwas verwundert darüber, wie denn die Musen, die eben noch auf dem Helikon waren, nun auf einmal auf dem Olymp sind. Nun, es ist nicht selten, dass Gottheiten ganz verschiedene Kultorte hatten. Und schon in Vers 25 im Text 3, also im Kontext der Inspiration auf dem Helikon, spricht Hesiod ja davon, dass es olympische Musen sind, die etwas sagen. Dabei sind es drei Themen, die wichtig sind. Und ich bitte Sie jetzt, das Text auf dem Textblatt den vierten Text anzuschauen. Unsterbliche Stimme sendend, preisen sie erst die Ehre des Göttergeschlechts, das am Anfang aus Gaia und Uranos stammte, dem Breiten, und die aus diesen entstandenen Götter, die Geber des Guten. Hierauf besingen sie Zeus, den Vater der Götter und Männer, wie am Anfang des Lieds, so steht sein Name am Ende, preisend die Stärke und Herrschaft des Größten unter den Göttern. Schließlich vom Menschengeschlecht und von der Gewalt der Giganten singend, erfüllen mit Lust das Herz des Zeus im Olympus die olympischen Musen, die Tochter des Herrschers der Ägäis. Also erstens geht es um das Göttergeschlecht, das aus Gaia und Uranos, also aus der Erde und dem Himmel stammt. Gaia ist schlicht und einfach das griechische Wort für Erde und Uranos ist schlicht und einfach das griechische Wort für Himmel. Zweitens geht es eben um Zeus, dessen Stärke und Herrschaft gepriesen wird. Und drittens geht es um die Menschen und Giganten. Die ersten beiden der drei Themen, die Entstehung des Göttergeschlechts aus Gaia und Uranos und die Herrschaft des Zeus, sind eben die beiden Hauptthemen der Theogonie. Das erste Thema beschreibt das, was wir als Gerippe beschrieben haben. Das zweite, das, was das Fleisch der Dichtung ausmacht. Das dritte Thema, das der Menschen und Giganten, kommt in der Theogonie direkt nicht vor. Es verweist auf das Ende der Theogonie und auf den schon erwähnten Frauenkatalog, den Hesiod auch geschrieben hat, aber von dem wir nicht wirklich wissen, was genau drin gestanden ist. Woraus es mir beim Proömium ankam, und damit möchte ich das hier abschließen, sind zwei Dinge. Zum einen das Motiv der Inspiration des Dichters, und das wird uns noch später in der Vorlesungsreihe auch noch beschäftigen. Und zweitens darauf hinzuweisen, dass bereits im Proömium Zeus als Garant einer gerechten Weltordnung beschrieben wird. Ich komme damit zum Gerippe der Theogonie und damit zum Anfang der eigentlichen Theogonie, also dieser Götterentstehungslehre, die mit den Versen 116 bis 122 beginnt. Wenn Sie sich den Text anschauen, wahrlich,
Zuerst nun oder als erstes trat Chaos, ein Aufklaffen, hervor. Das griechische Wort dafür ist Genetor. Danach entstand, Genetor, die breitbrüstige Gaia, aller Unsterblichen ewig sicherer Sitz, der Bewohner des schneebedeckten Olympos, dunstiger Tartaros, dann im Schoß der geräumigen Gaia. Weiter entstand Eros, der schönste der unsterblichen Götter, der Gliederlösende, der allen Göttern und Menschen den Sinn in der Brust und das besondere Denken überwältigt. Vier Größen werden in diesem Text genannt: Chaos, Gaia, Tartaros und Eros. Ich möchte darauf hinweisen, ohne dass ich Ihnen das jetzt im Detail erklären kann, dass der Vers 119 über den Tartaros mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein späterer Einschub ist, vielleicht sogar ein Einschub, den Hesiod selbst nochmal vorgenommen hat, aber das ist unklar. Wir müssen 119 wohl streichen, so dass nur von drei Größen die Rede ist, von Chaos, von Gaia und von Eros. Wenn Hesiod von Chaos spricht, dann meint er nicht das, was wir unter Chaos verstehen, also etwa etwas völlig Ungeordnetes, ist eben Chaotisches, wie wir sagen, in das dann Ordnung hineingebracht wird. Das Wort Chaos kommt vom griechischen Chiasko und das bedeutet gähnen oder klaffen oder so. Das Bild, was dahinter ist, ist, dass ein Raum, ein Ort dadurch entsteht, dass sich etwas öffnet. Also wie der Unterkiefer sich beim Oberkiefer öffnet, wenn man gähnt, und dadurch eben ein Raum entsteht. Zweitens ist zu beachten, dass das Wort Chaos sich vom Verb, eben vom Chiasko, ableitet. Und bei den griechischen Wörtern, zu denen auch das Wort Chaos gehört, der verbale Charakter noch erhalten bleibt. Insofern ist das schwer zu übersetzen. Es geht nicht darum, dass durch das Aufklaffen ein Raum entsteht, sondern es geht, man kann sagen, durch den Akt, um den Akt des Aufklaffens selbst. Vielleicht könnte man den Anfang der Schöpfung beschreiben als ein Aufklaffen trat hervor, so wie ich das in meiner Übersetzung versucht habe zu machen. Auf einmal passiert etwas. Etwas klafft auf. Und damit beginnt die Schöpfung. Das ist so, so müsste man diesen Anfang verstehen. Ich muss Sie allerdings auf ein Problem hinweisen. Das Verb, das im Griechischen sowohl mit dem Chaos als auch mit Gaia verbunden wird, heißt Genetor, so wie Sie es auch auf der Folie sehen. Und Genetor bedeutet eigentlich werden oder entstehen. Ich habe mit dem einen Verb, aus dem einen Verb zwei Verben gemacht und es im Zusammenhang mit Chaos eben als hervortreten und im Zusammenhang mit Gaia als entstehen übersetzt. Die Theogonie ist voll von dem Verb Genetor, denn es ist das Verb, das gebraucht wird, um die Zeugung und die Entstehung von Nachkommen, von den Eltern zu beschreiben. Nun ist deutlich, dass es Hesiod darum geht, den letzten Anfang, aus dem alles andere entstanden ist, zu beschreiben. Dieser letzte Anfang ist eben das Chaos. Und nun legt sich natürlich sofort folgende Frage nahe: Was war denn vor dem Chaos? Was geht dem Chaos voraus? Wenn wir Genetor hier also mit Entstehen übersetzen würden, also als erstes entstand ein Chaos, ein Aufklaffen, dann fragt sich sofort, woher denn das Chaos seinerseits entstanden ist, was ist das denn ist, was da aufklafft und so weiter. Es ist ganz offensichtlich, dass Hesiod diese Frage nicht stellt oder auch nicht klar beantworten will. Vielleicht kann man aber die Auffassung vertreten, dass Hesiod sich zumindest des Problems bewusst gewesen ist. Das Chaos, das Aufklaffen, entsteht eben nicht so wie Gaia, also wie die Erde oder wie Uranus, der Himmel. Dahinter
steht die Vorstellung, dass das, was entsteht, zu seiner Entstehung eben überhaupt erstmal einen Raum braucht, innerhalb dessen es dann entstehen kann. Ein Ort, in der das, was entsteht, dann in einem Raum, Zeitgefüge Platz nehmen kann, so könnte man sagen. Hesiod war also nicht einfach völlig naiv, aber dennoch könnte man sagen, dass ihm das Problem des Anfangs nicht deutlich und nicht klar genug gewesen ist oder er das nicht deutlich genug gelöst hat. Und wir werden bei den Vorsokratikern interessanterweise sehen, dass sie sich genau dieser Fragestellung annehmen werden. Danach kommt eben die breitbrüstige Gaia in Vers 117. Sie entsteht in dem Chaos und füllt das durch das Aufklaffen entstandenen Raum aus. Als drittes kommt Eros, der sexuelle Trieb, der auf Vereinigung zielt. Eros kommt in der Theogonie sonst so gut wie überhaupt nicht vor, aber es ist leicht verständlich, dass er hier gleich zu den Anfangskräften gezählt wird. Ohne ihn kommt der Prozess der Zeugung, der im Folgenden ja breit beschrieben wird, gar nicht zustande. Wir haben also am Anfang drei Dinge: das Aufklaffen, die Erde, die in dem durch das Aufklaffen geschaffenen Raum Platz nimmt, und Eros als Zeugungskraft. Beachten Sie bitte hier schon, dass wir nicht zwischen einer Götterentstehung und einer Kosmologie unterscheiden können. Durch die Frage, in welcher Reihenfolge die Götter eigentlich entstehen, wird die Frage, wie die Welt und wie der Kosmos entstanden ist, beantwortet. Und dieses Thema beherrscht auch die nächsten Verse der Theogonie. Chaos gebar das Reich der Finsternis, Erebos und die schwarze Nacht, und diese das Himmelsblau und den hellen Tag von Erebos schwanger, dem sie sich liebend vereinigt. Gaia aber gebar zuerst an Größe gleich wie sie selber Uranos, sternbedeckt, damit er sie völlig umhülle und den seligen Göttern ein sicherer Sitz sei für ewig. Dann gebar sie die großen Berge, die reizende Wohnstatt göttlicher Wesen, der Nymphen, die hausen in Schluchten der Berge. Auch die öde Meerflut gebar sie, die wogengeschwellte Pontos, ganz ohne Liebe. Chaos und Gaia zeugen also Kinder. Zunächst werden die Kinder von Chaos genannt, die Chaos allein ohne einen Partner zeugt. Es sind Erebos und Nyx. Erebos ist die Region der Finsternis, Nyx ist die Nacht. Ich springe jetzt in der Theogonie und komme zur nächstfolgenden Generation, zu den Kindern von Nyx. Weil an diesem Beispiel gut deutlich werden kann, warum Hesiod bestimmte Dinge so ordnet, wie er sie ordnet. Die Kinder von Nyx, der Nacht, die ohne einen Vater gezeugt werden, haben alle bestimmte Namen, die zum allergrößten Teil ursprünglich keine Eigennamen von Göttern sind, sondern zunächst Namen von bestimmten Phänomenen, die dann zu Namen von Göttern werden. Die Kinder heißen beispielsweise Moros, Care und Thanatos. Alles drei sind Namen für den Tod. Hypnos, der Schlaf, Momos, die Kritiksucht, Apathae, der Betrug, Eris, der Streit. Eris zeugt dann wieder eigene Kinder, nämlich Pornos, die Mühsal, Limos, den Hunger, Machae, Kämpfe, Phonos, Mord und so weiter und so weiter. Sie erkennen schon an den wenigen Beispielen, was für ein Prinzip Hesiod hier benutzt. Es geht darum, die dunklen Seiten des Kosmos und der menschlichen Lebenswelt in einen Ordnungszusammenhang zu bringen. Das entstehende Chaos, das Aufklaffen, hat etwas Unheimliches und Dunkles an sich. Von dem Chaos wird erst einmal nichts Helles und Positives gezeugt. Der Stammbaum des Chaos ist dadurch bestimmt, dass dunkle und unheimliche Kräfte und Mächte in eine Ordnung gebracht werden. Gaias Kinder sehen ganz anders aus.
Zunächst zeugt Gaia ohne einen Partner Uranos, den Himmel, Urea, die Berge und Pontos, das Meer. Sie sehen, wie sich Gaia, die Welt, dadurch selbst entfaltet, dass sie sich von der Erde, dass sich von der Erde der Himmel, die Berge und das Meer differenzieren. Auch diesen Stammbaum führt Hesiod natürlich weiter. So zeugt Uranos beispielsweise zusammen mit Gaia, also eigentlich zusammen mit seiner Mutter, wiederum Okeanos, den Ozean. Und dieser zeugt mit seiner Schwester dann Götter wie Kymele oder Nil, also alles Namen von Flüssen, die Hesiod damals bekannt gewesen sind. Ich habe Ihnen dieses Beispiel vorgeführt, damit Sie einmal sehen, was für ein Prinzip Hesiod verwendet, wenn er die Götterwelt strukturiert. Anhand der Genealogien soll etwas deutlich gemacht werden darüber, was unsere Wirklichkeit eigentlich beherrscht und bestimmt. Dabei überrascht Sie nun vielleicht, wie frei Hesiod mit den Göttern umgehen kann. Ein näherer Blick auf die gesamte Theogonie, den wir uns hier nicht leisten können, würde dieses Ergebnis noch einmal deutlich bestimmen und zu weiteren Differenzierungen führen. Insgesamt könnte man so sagen, lassen sich 6 verschiedene Arten der Götter voneinander unterscheiden. Also gibt es bei Hesiod zunächst Kultgötter, also Göttinnen und Götter, die einen bestimmten Kultstatus hatten, denen geopfert worden ist, wie zum Beispiel Zeus, Hera oder Athene. Dann gibt es auch Götter der Mythologie, die keinen Kultort hatten. Also es gibt zum Beispiel Atlas, kennen Sie vielleicht aus Zeichnungen oder auch aus Erzählungen. Atlas, eine mythische Figur, die das Gewicht der Welt auf seinen Schultern trägt. Diese zweite Gruppe von Göttern unterscheidet sich von der ersten eben dadurch, dass sie zwar in den mythischen Erzählungen bekannt waren, aber keinen Kultort hatten. Drittens finden sich bei Hesiod Götter, die weder einen Kult hatten, noch irgendwie über dies mythologische Erzählungen gab. Und es fällt auf, dass diese Götter häufig Väter und Mütter von Göttern sind, die aber nie ein letztes Glied in einem Stammbaum sind. Das legt die Vermutung nahe, dass Hesiod sie vielleicht einfach erfunden hat, so als Platzhalter, damit der Stammbaum hinhaut. Oder vielleicht auch wahrscheinlicher, dass sie vor Hesiod bereits erfunden worden sind und Hesiod sie jetzt irgendwie so einbaut. Noch sicherer können wir uns bei der vierten Gruppe von Göttern sein, und zwar das sind Individuen innerhalb von Göttergruppen. Uns sind schon die Musen begegnet, das sind jetzt Göttergruppen, die gibt es auch bei Homer, und sie sind keine Erfindung Hesiods. Aber was bei Hesiod eben wichtig ist, ist, auf einmal erfahren wir die genaue Anzahl der Musen, oder wir erfahren auch die Namen der Musen. Also das sind sicherlich Dinge, die Hesiod erfunden hat. Fünftens gibt es bei Hesiod Götter als Elemente der sichtbaren Welt, wie Uranos, den Himmel, oder Gaia, die Erde. Dieses im Auge zu behalten, ist für unsere weitere Beschäftigung mit den Vorsokratikern wichtig. Sie wissen vielleicht schon, dass jemand wie Thales behauptet hat, dass alles Wasser ist und alles aus dem Wasser kommt. Und Sie wissen, dass sich die Frage stellt, ob man seine Auffassung irgendwie auch als eine theologische Auffassung bezeichnen kann. Und hier haben wir jetzt bei Hesiod einen ersten Anhaltspunkt. Es ist eben nicht außergewöhnlich, dass Elemente der sichtbaren Welt als Götter vorgestellt werden. Die jetzige Struktur des Kosmos wird erklärt durch einen Mythos von der Entstehung des Kosmos. Die Entstehung des Kosmos wird wiederum erklärt als Göttergenealogie. Sechstens und letztes haben wir, man könnte sagen, abstrakter von Phänomenen der menschlichen Lebenswelt. Tod, Schlaf, Kampf, Mühsal, Hunger, Mord und so weiter. Alles, was Menschen als Macht und Kraft über sich selbst erleben, kann zu einem Gott werden. In den Werken und Tagen erläutert Hesiod das selbst. Er spricht über den schlechten Ruf, den jemand haben kann.
Wenn viele Leute Gerüchte darüber verbreiten, dann kann derjenige, über den geredet wird, sich kaum noch wehren. Hesiod schreibt: Nie nämlich verliert sich ganz ein Gerücht, das viele Menschen verbreiten. Ja, es ist selbst eine Art von Gott. Dass das verleumderische Gerücht selbst ein Gott ist, liegt nicht so sehr daran, dass es kaum ausrottbar ist und insofern unsterblich ist, sondern vielmehr daran, dass es eine Macht ist, die gegenüber den Menschen erfahren wird, als sie etwas, wo der Mensch selbst völlig ohnmächtig ist und gegen die er nichts tun kann. Wir wissen nun genug über die Genealogien und die Stammbäume, um eine Zusammenfassung wagen zu können. Was macht Hesiod, wenn er Stammbäume von Göttern entwirft? Es ist ja ganz trivial, aber es ist wichtig, sich deutlich zu machen, dass Hesiod natürlich kein Wissen darüber verfügt, wie es sich denn nun mit den Göttern wirklich verhält. Natürlich kann er keine Musen fragen und kein Gott läuft ihm irgendwie über den Weg. Es gibt auch keine heiligen Bücher, die er anschauen könnte und aus denen er dann irgendwie ein Exzerpt der Götterentstehung macht. Was Hesiod macht, ist, er ordnet den gesamten Kosmos und die Phänomene der Lebenswelt. Und diese Ordnung drückt sich in Stammbäumen aus. Dabei werden sowohl die kosmischen Phänomene als auch die Phänomene der Lebenswelt zunehmend differenzierter. Aus Gaia, der Erde, differenzieren sich Himmel, Berge und das Meer. Das Meer wird Vater eines komplexen Stammbaums, aus denen dann die einzelnen Flüsse, auch kleinere Flüsse, abgeleitet werden. Aus dem Aufklaffen differenziert sich Finsternis und Nacht. Und die Nacht wird zur Mutter von Phänomenen der Nacht wie Schlaf, Traum, Tod bis hin zur traditionellen Göttin Eris, dem Streit. Und Eris, der Streit, wird wiederum Mutter von Schlachten, Mord, Missgunst, Verderben und so weiter. Es geht hier bei Hesiod ansatzweise um etwas, das Sie in der klassischen antiken Philosophie bei Aristoteles oder in der Philosophie der Spätantike bei Porphyrios finden. Ordnung in Begriffe dadurch zu bringen, dass man einen Oberbegriff hat und diesen Oberbegriff in Unterbegriffe ordnet, bis man zu einzelnen Individuen kommt. Aristoteles beginnt beispielsweise mit einem Gattungsbegriff, differenziert ihn in Artbegriffe bis hin zu Namen von einzelnen Gegenständen. Also, wenn Sie ein Beispiel wollen, nehmen Sie beispielsweise Obst als einen Gattungsbegriff, dann haben Sie Artbegriffe wie Äpfel, Birnen, Erdbeeren, und so weiter. Dann haben Sie weitere Unterartbegriffe unter Äpfeln wie Golden Delicious oder Boskop und so weiter. Und dann haben Sie unten sozusagen Namen für konkrete einzelne Äpfel. Das gibt es bei Äpfeln, ist das jetzt kein gutes Beispiel, weil einzelne Äpfel keinen Namen haben und eigentlich die Benennung von einzelnen Äpfeln jeweils mit dem Artbegriff verfolgt. Aber Sie können sich das bei Lebewesen und Menschen vorstellen und dann hätten Sie eben unten die Namen von ganz konkreten Menschen, wie zum Beispiel Kilian Kaga, der Aufnahmeleiter und Regisseur dieses Videos. Dabei ist zu beachten, dass Hesiod dem Anspruch nach etwas über alles sagt, also über die Totalität. Er sagt, was ist, was sein wird, und damit greift er in die Vergangenheit und in die Zukunft. Auch hier findet sich ein wichtiges Element, was zur Philosophie führen wird, oder was bereits Philosophie ist. Es geht in der Philosophie nicht so sehr darum, Teilbegriffe der Wirklichkeit zu erfassen, sondern etwas über die Totalität, über das Ganze der Wirklichkeit zu sagen. Aristoteles vertritt ganz dezidiert die Auffassung, dass sich eine Philosophin, ein Philosoph, von einer Einzelwissenschaftlerin dadurch unterscheidet, dass sie etwas über das Allgemeine sagt und nicht über ein Einzelnes. Dass diese Allgemeinheit des Wissens, des philosophischen Wissens, deutet sich eben schon dem Anspruch nach bei Hesiod an. Aristoteles definiert
die Philosophie auch noch durch ein zweites Element. Also es geht um Allgemeinheit und es geht um Begründung. Es ist für den Philosophischen charakteristisch, nicht nur in allgemeinen Sätzen etwas zu sagen, sondern diese Sätze auch begründen zu können. Weil Begründungen im strengen Sinne bei Hesiod fehlen, rechnet Aristoteles Hesiod auch noch nicht zu den Philosophen, sondern noch zu den Mythologen, zu den Dichtern. Und die Philosophie beginnt für ihn erst mit Thales. Und zwar deswegen, weil sich eben bei Thales beide Elemente finden, sowohl das der Allgemeinheit als auch der Begründung oder zumindest rudimentäre Versuche der Begründung. Wir werden sehen, dass Thales sehr bewusst ist, dass man Dinge begründen können muss. Hesiod gehört eben für Aristoteles zu den Dichtern. Ich habe davon gesprochen, dass Begründungen fehlen, zumindest fehlen sie im strengen Sinne, aber vielleicht kann man dennoch vorsichtig von einer Form von Begründung bei Hesiod sprechen. Das leitende Begriff der Schöpfung ist ja die Zeugung. Göttereltern zeugen Kinder. Und vielleicht kann man die Zeugung als eine Form der Begründung verstehen, als eine Form von Kausalität. Aristoteles, das werden wir uns noch alles anschauen, der unterscheidet vier Arten von Begründungen oder von Erklärungen für etwas voneinander. Und eine der Formen der Begründung ist die Begründung durch die Wirkung, die etwas ausübt oder auf die etwas ausgeübt wird. Also was bewirkt, dass etwas so ist, wie es ist? Die Sonne ist beispielsweise die Ursache dafür, dass Schnee schmilzt. Wir begründen mit der Sonne die Tatsache, dass der Schnee zu schmilzen beginnt. Ebenso könnte man vielleicht sagen, bewirken in gewisser Hinsicht die Eltern, dass es das Kind gibt, was es gibt. Die Tatsache, dass die Eltern ein Kind zeugen, begründen in gewisser Hinsicht die Existenz des Kindes. Wenn man folglich die Schöpfung von allem als ein sich fortlaufender, differenzierter, immer differenzierender Zeugungsprozess versteht, dann hat man durch diese Zeugung bereits eine rudimentäre Form von Begründung in mythologische Geschichten hineingebracht, denke ich. Es ist sicherlich eine völlig langweilige Frage, ob Hesiod jetzt Dichter oder Philosoph ist, weil die Antwort eben ganz davon abhängt, was für Kriterien man anwenden will, ob man jetzt jemanden da einen Philosophen nennt oder nicht. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass Hesiod in keiner Weise sich selbst als Philosoph gesehen hat, denn der Begriff des Philosophen oder des Philosophierens stammt wahrscheinlich überhaupt erst von Platon. Aber deutlich ist doch, dass mit Hesiod ein intellektuelles Projekt der Welterklärung und des Weltverstehens beginnt, das dann Jahrhunderte später das Projekt der Philosophen sein wird. Deswegen kann man ihn vielleicht schon an den Anfang der Philosophie nehmen und als ersten Philosophen zählen. Was wichtig ist, ist die Tatsache, dass Hesiod eben nicht nur Geschichten erzählt von Kriegen oder langen Fahrten wie bei Homer, sondern wirklich etwas Neues bei ihm beginnt, dass erstens der Versuch einer Ordnung und damit mit Vernunft zu tun hat, wenn man eben es als das Vermögen der Vernunft versteht, Ordnung und Struktur in eine Wirklichkeit zu bringen oder in der Wirklichkeit zu erkennen. Und zweitens, diese Ordnung mit dem Versuch verbunden ist, etwas über alles, über die Totalität der Wirklichkeit zu sagen. Mir scheint das so fundamental zu sein, diese beiden Punkte, dass ich nicht zögern würde, eine Philosophiegeschichte mit Hesiod beginnen zu lassen. Ich komme nun zu dem Fleisch der Theogonie, zu den vier großen Mythen, die den Aufstieg zur Macht des Zeus beschreiben. Der erste Mythos schließt sich unmittelbar an den Stammbaum von Gaia an. Gaia, die Erde, zeugt mit Uranos, dem Himmel, Kinder. Und zwar Kinder, die sich in drei Gruppen zusammenfassen lassen. Da sind einmal die Titanen, zu denen Kronos gehört, der später seinen eigenen Vater kastrieren wird. Dann
sind es drei Kyklopen, die für Blitz und Donner verantwortlich sind. Und dann drittens drei Riesen, die jeweils 100 Arme und 50 Köpfe haben. Zu Beginn der Erzählung erfahren wir, dass Uranos seine eigenen Kinder hasst, weil sie ihm ein Greuel sind. Er kann es nicht ertragen, sie zu sehen, und sperrt sie deswegen in die Erde ein. Und als ob das nicht schon genug wäre, fügt Hesiod hinzu, dass Uranos sich selbst hämisch über diese Taten freut. Die Kinder kommen nicht ans Licht und bedrängen Gaia, die Erde, von innen. Nun handelt Gaia. Sie schafft in ihrem Innersten ein Sichel aus Stahl, zeigt sie den Kindern, spricht ihnen Mut zu und bittet sie, die Untat des Vaters zu rächen. Die Kinder sind entsetzt über das Anliegen ihrer Mutter und nur einer, Kronos, hat den Mut und will die Tat auf sich nehmen. Gaia freut sich, versteckt ihren Sohn in einer Höhle und als sich Uranos wieder einmal zum Beischlaf auf sie legen möchte, kastriert Kronos den Vater und wirft die Scham in weiten Bogen in das Meer hinein. Aus den Blutstropfen der in das Meer geworfenen Scham werden dann Göttinnen und Götter geboren. So weit, so gut. Die Geschichte wird dann kompliziert, denn zu Beginn des zweiten Mythos erfahren wir, dass Kronos nicht das getan hat, was er eigentlich hätte tun sollen, die Kyklopen und die Hundertarmigen auch aus Gaia, aus seiner Mutter, zu befreien. Zudem, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, reagiert er wie sein eigener Vater Uranos. Kronos nimmt nämlich Rhea zu seiner Frau, die ihm Kinder gebärt, und diese Kinder frisst Kronos sofort selbst auf. Warum? Kronos hat Angst. Gaia und Uranos haben ihm nämlich gesagt, dass er seine Herrschaft an seinen eigenen Sohn wird abgeben müssen, denn er wird von seinem Sohn bezwungen werden. Um dem entgegenzuwirken, schlingt er die Kinder, die er mit Rhea erzeugt, sofort hinunter. Einige der Kinder von Kronos und Rhea sind olympische Götter, so beispielsweise Hera, aber das wichtigste Kind ist natürlich Zeus. Rhea weiß sich nicht mehr aus und ein. Sie geht zu ihren Eltern, zu Gaia und Uranos, und fragt sie, was sie tun soll. Die Eltern geben ihr den Rat, nach Kreta zu fliehen und Zeus dort zu gebären. Rhea hört auf den Rat der Eltern, flieht nach Kreta und gebiert dort Zeus, von dem wir erfahren, dass er durch die Erde, das ist Gaia, seine Großmutter, genährt wird. Zeus wächst auf Kreta heran und vollbringt dann zwei große Taten. Erstens bringt er Kronos dazu, die heruntergeschlungenen Kinder wieder heraufzuwürgen. Zweitens befreit er die Kyklopen. Aus Dankbarkeit übergeben sie ihm Blitz und Donner, die Insignien der Zeus-Herrschaft. Sie erinnern sich, dass die Kyklopen für Blitz und Donner verantwortlich sind. Das Schicksal der Hundertarmigen, der drei mit 100 Armen und 50 Köpfen, darüber erfahren wir nichts. Sie sind nach wie vor in den Tiefen der Erde gefangen. Das Schicksal dieser Hundertarmigen wird uns zu Beginn der dritten Erzählung noch einmal in Erinnerung gerufen. Wir erfahren erst hier genauer, warum Uranos die Hundertarmigen in die Tiefen der Erde verbannt hat. Er war einfach entsetzt. Entsetzt über ihr Aussehen, über ihre Größe und vor allen Dingen auch über ihre Gewaltbereitschaft. In Kontrast dazu führt Hesiod sehr anschaulich aus, wie es im Inneren dieser Hundertarmigen ausschaut, wie es ihnen geht, wie ihr Befinden ist. Die Hundertarmigen leiden große Qualen in ihren Herzen. Durch diesen Erzähltrick gelingt es Hesiod, dass wir zumindest ein wenig Mitleid mit ihnen bekommen, mit den furchterregenden, gewalttätigen Monstern. In der dritten Erzählung erfahren wir nun, dass diese Hundertarmigen von Zeus befreit werden. Die dritte Erzählung ist außerordentlich kunstvoll arrangiert,
Wir befinden uns im 10. Jahr eines Krieges zwischen Zeus und seinen Geschwistern auf der einen Seite und einigen der Titanen auf der anderen Seite. Mit von der Partie ist natürlich Kronos, der Vater von Zeus, der um seine Herrschaft fürchtet. Dieser Krieg, so erfahren wir, tobt nun schon 10 Jahre über, ohne dass sich ein Sieg für eine der beiden Parteien irgendwie abzeichnet. Erst die Befreiung der 100 Armeen, dieser Monster, bringt im 10. Kriegsjahr die Wende. Zeus geht und befreit sie. Er gibt ihnen die richtige Nahrung, Nektar und Ambrosia, und frisch gestärkt schleudern sie mit ihren 100 Armen so viele Steine auf die Gegner, dass diese sich geschlagen geben müssen. Hesiod schildert diesen Kampf als einen Kampf, in dem der ganze Kosmos, selbst das Chaos, ins Wanken gerät. Durch die 100-Armigen können dann die Titanen besiegt werden. Sie werden von Zeus in den Tartaros, in einen grauenvollen Ort in der Tiefe der Erde geworfen. Der Tartaros wird düster ausgemalt. Wir erfahren dabei geradezu nebenbei etwas vom Weltbild von Hesiod, nämlich dass der Tartaros so weit von der Erde entfernt ist, wie der Himmel von ihr entfernt ist. Es ist wichtig, dass der Tartaros so weit von der Erde entfernt ist und dass die Titanen bestens bewacht werden, denn nur die wirkliche Verbannung der Titanen sichert die Zeus-Herrschaft. Die Titanen können ihm jedenfalls nicht mehr gefährlich werden. Noch einen letzten, großen, furchtbaren Kampf hat Zeus zu gewinnen, und davon berichtet der 4. große Mythos. Diesmal geht es gegen Typhoeus, das 100-köpfige, giftspeiende Drachenmonster, das die Gewalt über Menschen und Götter an sich ziehen will. Zeus besiegt unter Aufbietung aller Kräfte das Monster und schickt es ebenfalls in den Tartaros zu den Titanen. Nachdem auch Typhoeus besiegt ist, bieten die olympischen Götter Zeus an, König und Herrscher über die Götter und über den Kosmos zu werden. Soweit der Inhalt der 4 großen mythischen Erzählungen. Wir müssen uns nun fragen, was das Ganze soll. Es geht ganz offensichtlich in allen Erzählungen um den Aufstieg von Zeus zur Macht über die Götter. Die Erzählung begründet, warum Zeus es ist, den die Götter als Herrscher einsetzen und akzeptieren. Und die Begründung beruht darauf, dass allein Zeus es ist, der in der Lage gewesen ist, die dunklen Mächte zu besiegen. Dabei hat er nicht mit Tricks oder so gearbeitet, sondern er hat gerecht gehandelt und ist durch seine Gerechtigkeit an die Macht gekommen. Die Art und Weise, wie Zeus gerecht ist und dadurch so an die Macht gekommen ist und die Macht erhalten kann, wird den Königen und Fürsten als ein Modell vorgestellt, wie auch sie die Macht erhalten können und bewahren sollen. Gerechtigkeit, das ist die Moral der Geschichte, ist unabdingbare Voraussetzung für Macht und für Herrschaft. In dieser Hinsicht ist Hesiod sicher ziemlich modern. Worin besteht aber nun im Einzelnen die Gerechtigkeit von Zeus? Sie besteht darin, dass er als einziger das Unrecht von seinem Großvater Uranos wiedergutgemacht hat. Uranos hatte die Kyklopen und die 100-Armigen in den Tartaros geworfen. Sein Motiv war der Schrecken, das Entsetzen über die Brutalität und die Ungeheuerlichkeit ihres Aussehens. Wir können vielleicht etwas psychologisierend sagen, dass Uranos einen Teil der Wirklichkeit abspaltet und nicht wahrhaben will. Denjenigen Teil, der eben dunkel, unheimlich, brutal und erschreckend ist. Er handelt aus Hass und Abscheu, ohne eigentlich einen gerechten Grund dafür zu haben, die Kinder zu verbannen. Er vergeht sich dadurch an einem Bestandteil des Kosmos. Zeus befreit zunächst die Kyklopen, die 100-Armigen, das haben wir gehört, lässt er noch im Tartaros. Dadurch wird zwar ein Kräftegleichgewicht hergestellt, aber es kommt zu keiner Lösung im Kosmos. Der ganze Kosmos ist in Aufruhr. Nun ist es Zeus,
der die Hundertarmigen aus dem Tartaros befreit und sie in seine eigene Herrschaft integriert, sie in seinen Dienst nimmt. Mit der Befreiung der Hundertarmigen geht es um eine, man könnte sagen, angemessene Integration der rohen Gewalt und Stärke in einen göttlichen Kosmos. Es geht nicht darum, dass es im Kosmos keine Gewalt mehr geben kann, sondern darum, dass Gewalt und Stärke integriert und für die Gerechtigkeit nutzbar gemacht werden wird. Durch diese gerechte Handlung kann Zeus überhaupt erst seine Herrschaft antreten, denn für den Sieg gegen die Titanen ist die Befreiung der Hundertarmigen überhaupt notwendig gewesen. Die Gerechtigkeit ist also das Mittel, durch das die Herrschaft etabliert werden kann. Dabei wird die Gerechtigkeit vor allen Dingen als eine Eigenschaft des Herrschers verstanden. Wenn er gerecht wird, wenn er gerecht ist, dann ist das Staatswesen in Frieden und Sicherheit. Im Staatswesen, könnte man sagen, bildet sich die gerechte Ordnung, die die Eigenschaft des Herrschers ist, ab. Stärker noch als bei Homer, wo Zeus ja auch der Chef der Göttinnen und Götter ist, aber gegen den man schon auch mal handeln kann, wenn Zeus das nicht so mitkriegt, ist Hesiods Zeus von allen anderen Göttinnen und Göttern wirklich sehr unterschieden und abgehoben. Eine Entwicklung, die dann im Weiteren bis zum philosophischen Monotheismus führen wird. Zeus' Herrschaft wird im Mythos dadurch stabilisiert, dass er verschiedene Ehen eingeht. Die erste Frau ist Metis, die Klugheit, die sofort von Zeus verschlungen wird. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Klugheit ein integraler, unabdingbarer Bestandteil einer gerechten Herrschaft ist. Die zweite Frau ist Themis, die Göttin des Rechts. Mit ihr zeugt er beispielsweise Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, Eirene, die Göttin des Friedens und die drei Moiren. Moiren, das sind Schicksalsgöttinnen, die nicht mehr wie bei Homer noch Gegenspieler von Zeus gewesen sind, sondern die in die Herrschaft von Zeus integriert und ihr unterworfen sind. Das Schicksal ist also nicht mehr etwas, was der Herrschaft von Zeus entgegensteht, sondern wird auch von Zeus in den Dienst einer gerechten Herrschaft genommen. Sie merken, dass hier schon beginnt, auch wenn auch nicht auf theoretischer Ebene, aber sich ein Gottesbild herauszubilden, das weit von Homers Heteromorphismus entfernt ist. Man versteht, warum Philosophen eher dann an Hesiod als an Homer anknüpfen werden. Anfanghaft und in der Sprache des Mythos, in der Sprache von Ehen und Kindern, wird das Wesen dessen, was ein Gott ist, beschrieben. Ein oberster Gott ist beispielsweise nur dann ein Gott, wenn er vollständig klug und gerecht ist. Zu behaupten, dass Zeus gerecht und Garant einer kosmischen Ordnung ist, die gerecht ist, die auch die soziale Ordnung umfasst, steht nun aber in deutlicher Spannung zum Erleben von Ungerechtigkeit, von Korruption, von Unterdrückung, von Ausbeutung. Alles Phänomene, die Hesiod nur zu gut bekannt waren und von denen er und seine Familie betroffen gewesen ist und die er in seinem Werk Tage und Werke anspricht. Seine Hoffnung, dass sich die Gerechtigkeit durchsetzen wird, weil der Täter entweder durch einen Eingriff von Zeus bestraft wird oder das Unrecht auf ihn selbst zurückfällt, lässt sich nun mit der Erfahrung, die er gemacht hat, dass Menschen, die sich um Gerechtigkeit bemühen, dass gerechte Menschen leiden müssen, dass sie große Nachteile im Leben in Kauf nehmen und dass es schlechten Menschen auf Dauer ziemlich gut gehen kann, nicht vereinbaren. Dieses Gottesbild führt also zu einer Spannung mit dem, was man täglich erleben kann. Zwei Antworten auf dieses Problem zeichnet sich in den für uns überlieferten Schriften bei Homer und bei Hesiod darauf ab.
Die erste Antwort besteht darin, die Macht von Zeus und die Macht der Götter allgemein zu beschneiden und ihnen andere ebenso starke Kräfte entgegenzustellen. Also charakteristisch ist das schon angesprochen worden bei Homer. Der Macht von Zeus und den Göttern stehen die Schicksalsgöttinnen, die Mäuren, entgegen. Hesiod nun betont aber, dass diese Schicksalsgöttin, die dann für das Unglück verantwortlich sind, wo auch Zeus nichts machen kann, dass die in die Herrschaft von Zeus integriert werden, weil es eben seine Kinder im Bild dieses Stammbaums, weil es seine Kinder sind. Damit verschärft sich jetzt aber natürlich das Problem. Hesiod ist offensichtlich nicht der Meinung, das zur Diskussion stehende Problem dadurch lösen zu können, Zeus Macht irgendwie zu beschneiden. Das sachliche Problem löst er damit natürlich nicht. Eine andere Antwort, und das wäre sozusagen das zweite Modell auf diese Frage, kommt nicht von Homer und Hesiod, sondern von einem Staatsmann, von Solon, der ihn vielleicht aus dem Geschichtsunterricht als Begründer der Athener Demokratie in Erinnerung ist. Solon ist um 640 vor Christus geboren, also ungefähr 20 Jahre nach dem Tod von Hesiod, und ist 560 gestorben. Er hat wichtige Gesetze in Athen durchsetzen können, vor allem eine Schuldenbefreiung und eine Neuverteilung des Bodens in Attika. Solon hat, wohl um seine politischen Ideen auch bekannt zu machen, gedichtet. Und unter seinen verschiedenen Elegien findet sich auch die sogenannte Musenelegie, die für unsere Dichtung relevant ist. In Klammern gesagt, mir gefallen solche Ausdrücke wie Dichterweihe für das Proemium von Hesiod oder Musenelegie von Solon nicht, weil das halt Begriffe sind, die ziemlich angestaubt aus dem Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts kommen. Aber da sich diese Begriffe halt so etabliert haben, benutze ich die hier einfach auch. Solon vertritt in der Musenelegie die Auffassung, dass ungerechte Werke nicht lange währen. Ich zitiere: Derart kommt die Strafe des Zeus. Doch nicht über jedes, wie ein sterblicher Mann, zeigt er sofort sich ergrimmt. Dauernd jedoch bleibt keiner versteckt vor ihm, wer einen schlimmen Sinn birgt, sondern zuletzt wird es gewiss offenbar. Wohlzahlt zahlt einer sogleich, der andere später. Einmal kommt es gewiss. Unschuldige büßen die Taten, ihre Kinder oder sonst später ein weiteres Geschlecht. Zeus straft die Taten also nicht unmittelbar, sondern könne die Ungerechtigkeit auch später rächen. Keiner entkommt aber auf Dauer dem Zorn der Götter. Wenn der Übeltäter nicht in seinem eigenen Leben bestraft wird, dann werden es später seine Söhne oder sogar ein ganzer Stamm wird es treffen. Jedes Schicksal ist verschuldet, aber nicht notwendig selbst verschuldet. So könnte man die These von Solon auf den Punkt bringen. An diese Vorstellung, das sei am Schluss dieses Videos nur kurz erwähnt, an diese Vorstellung knüpft interessanterweise ein Tragödiendichter an, und zwar Aischylos. Aischylos wurde 35 Jahre nach Solons Tod geboren und ist der erste in der Reihe der drei berühmten Athener Tragödiendichter: Aischylos, Sophokles und Euripides. Aischylos führt etwas völlig Neues in die Tragödie ein. Sie wissen vielleicht, dass in Athen an bestimmten Festtagen ein Tragödienwettbewerb stattfand. Man sah sich nicht ein Theaterstück eines Tragödiendichters an, sondern man sah sich drei Stücke an, und zwischendurch gab es so ein komödiantisches Zwischenspiel. Ein Dichter, der den Preis verdienen wollte, musste in all drei Stücken überzeugen können. Und diese drei Stücke hatten bis Aischylos überhaupt nichts miteinander zu tun, und auch später waren die drei Stücke nicht miteinander verbunden. Es ist Aischylos, der einen Erzählfaden durch die drei Stücke bringt. Die drei Stücke werden in einen sachlichen Zusammenhang gestellt. In den drei Stücken wird jeweils das Leben verschiedener aufeinanderfolgender Generationen
ein und derselben Sippe gezeigt. Damit kann Aischylos zeigen, wie sich Zeus Gerechtigkeit über die Generationen hinweg dann doch durchsetzt. Was einem einzelnen Menschen zustößt, kann nur aus einer übergeordneten Perspektive überhaupt richtig verstanden werden. In der Orestie, das ist die einzige uns überlieferte Trilogie, die wir von Aischylos haben, zieht Agamemnon auf Geheiß des Apollon hin nach Troja aus. Er wird ermordet. Sein Mord wird von seinem Sohn gerächt und dieser verfällt dann den Wahnsinnsgöttinnen. Der arme Sohn, so könnte man sagen, er hat auch getan, was Apollon nur recht ist und wird nun mit Wahnsinn bestraft. Im dritten Stück der Orestie, den Eumeniden, tritt Apollon nun für den Sohn von Agamemnon ein und erreicht, dass die Wahnsinnsgöttinnen von ihm lassen. Im Schlusschor wird Zeus zusammen mit den Mäuren diese Handlung zugeschrieben. Zeus stellt die Gerechtigkeit dadurch wieder her. Für kurze Zeit scheint es so, als sei die Gerechtigkeit außer Kraft gesetzt, weil der Sohn die üble Tat rächt und dafür mit dem Wahnsinn bestraft wird. Das kann aber nur so scheinen, weil man die Geschichte nicht vollständig durchschaut. Wer auf das Gesamte schaut, der erkennt, dass die Gerechtigkeit des Zeus den Sieg davonträgt. Ein zweiter und letzter, aber ebenso wichtiger Aspekt für die Frage danach, wie Aischylos versucht hat, die Spannung zwischen der angenommenen Gerechtigkeit von Zeus mit der Tatsache, dass unschuldige Menschen leiden müssen, zu vereinbaren, findet sich im sogenannten Zeus-Hymnus aus Aischylos Agamemnon, dem ersten Stück der Orestie. Der Hymnus gilt zu Recht als ein Schlüssel für das Verständnis der gesamten Orestie. Der Hymnus ist kein Gebet an Zeus, sondern eher eine Reflexion über das Wesen und das Wirken des höchsten Gottes. Es ist charakteristisch, dass sich der Hymnus im ersten Stück der Orestie befindet. So wird eine Erwartungshaltung in den Zuschauern erzeugt und der Hymnus wird zu einem Schlüssel zum Verständnis der gesamten Dramen. Die wichtigste Aussage des Hymnos ist eine Erklärung dafür, warum gerechte Menschen leiden müssen. Sie müssen leiden, um zu lernen. Auch wenn sich Menschen dem Lernen ursprünglich verschließen wollen, werden sie durch ihr Leiden gezwungen, sich mit der göttlichen Weltordnung auseinanderzusetzen und so schließlich zur Einsicht zu kommen. Was der spezifische Inhalt dieser Einsicht ist, ist nicht ganz deutlich, aber wir dürfen dabei Aischylos auch nicht als einen theoretischen Philosophen betrachten, der ein Problem auf theoretischer Ebene lösen wird, sondern als einen Dichter, der einen Entwurf vorlegt, der etwas erklären soll, selbst wenn im Einzelnen dann offen bleibt, wie diese Erklärung genau zu verstehen ist. In jedem Fall ist es so, dass sich der göttliche Wille gegenüber den Erscheinungen, gegenüber den Entscheidungen des Menschen und gegenüber dem Schicksal durchsetzt. Aischylos, könnten wir sagen, knüpft also an Hesiod und an Solon an und versucht, durch die Dramen Antworten auf die durch die Theologie Hesiods aufgeworfene Frage nach der Durchsetzungsfähigkeit der Gerechtigkeit zu geben. Allen drei Autoren ist aber gemeinsam, dass an der Gerechtigkeit von Zeus keinerlei Zweifel bestehen kann.